So, heute wollen wir euch zeigen, wie wir die Scheiben auf einer Kabine aufkleben. Hier von einem PC 228. Die Frontscheibe, die ist ein bisschen gebogen. Dazu nehmen wir unser Silikon. Das könnt ihr bei uns im Shop bestellen. Bestellnummer, bin ich natürlich wieder sehr gut vorbereitet. Gebt Modellbausilikon in die Suche ein oder unter Klebstoffe findet ihr das. Hat den großen Vorteil, es ist relativ dünnflüssig und zieht schnell an und klebt sehr gut. Das Ganze füllen wir uns hier in eine Spritze rein. Dann können wir das noch viel schöner dosieren wie direkt aus der Tube raus. Ja, dann geht's los. Mit der Dosierkanüle lege ich jetzt hier gerade eine Raupe einmal außen rum. Ziehe dabei, also nicht in die Spitze quasi nach hinten, dann klappt das Ganze noch ein bisschen besser, als wenn ich in die andere Richtung arbeiten würde. Auf der Scheibe habe ich jetzt auf einer Seite die Schutzfolie entfernt, auf der anderen Seite habe ich sie noch drauf gelassen. Und jetzt lege ich die Scheibe hier dann gerade sauber da rein. Dann ist es schön, wenn man noch eine zweite Hand hat, die beim Fixieren da ein bisschen hilft. Und fixiere das Ganze dann mit Tesa einmal in der Mitte und dann noch mal hier unten und oben, damit das Ganze eben auch die Form der Kabine annimmt. Haben wir hier unten auch noch einen Streifen drüber, dann so hier die Lackfläche noch mitnutzen. Hier unten eben auch noch einen kleinen Streifen. Seht, das ist jetzt eine ganz saubere Sache. Da ist also nirgends jetzt irgendwo Silikon rausgedrückt, weil das eben sauber hier mit der Spritze sich dosieren lässt. Und so setzen wir dann auch die restlichen Scheiben auf. Da geht es noch viel einfacher, das zeige ich euch dann gleich. So, vorne die Scheibe, die kann ja jetzt, die ist ja fixiert. Mit Klebeband machen wir direkt hinten bei der Scheibe weiter. Gleiche Vorgehensweise. Ich hatte es jetzt hier schon abgezogen, also eine Seite der Scheibe, der Schutzfolie nehme ich ab. Unsere Scheiben haben ja immer beidseitig Schutzfolien. Und jetzt muss man dann nur gucken, wo dann noch die Schutzfolie drauf ist. Dann kratze ich das immer so ein bisschen an und sehe ich, dass hier auch noch die Schutzfolie drauf ist, weil doof ist dann, wenn man die Seite mit der Schutzfolie jetzt auf die Kabine klebt. Also diese Seite, Vorgehensweise genau die gleiche. Und an der Stelle ist es jetzt so, da müsst ihr eigentlich gar nichts verkleben. Ich gucke jetzt nochmal, die Seite hier ist oben. Und dann könnt ihr die einfach
zeige euch gerade nochmal, wie das hier im Detail ausschaut. So, schön sauber einmal außenrum eine Silikonnaht. Und dann legt ihr die Scheibe da einfach gerade rein, drückt die ein bisschen an. Und bei den geraden Flächen müsst ihr die eigentlich nicht mal fixieren. Das könnt ihr jetzt einfach so liegen lassen und trocknen lassen. So, wie gesagt, die hintere Scheibe, die lassen wir jetzt einfach so liegen. Das packen wir auf die Seite. Und jetzt zeige ich euch das auch nochmal mit der Folie. Also das ist jetzt die Tür, kriegt ihr auch zwei Scheiben. Ich gucke natürlich erst, wie rum muss die Scheibe in die Öffnung. Gehe dann auf der Rückseite her. Ein bisschen knibbelig, aber... So, jetzt ziehe die Schutzfolie ab. Da hängen noch ein paar Restchen dran, so dass es sauber ist. Wir machen erstmal die eine Scheibe. Aber dass ich eher, und der Rand ist sowieso nicht ganz so breit, aber ich gucke, dass ich eher an der Innenkante im Silikon bleibe. Und die Türscheibe, die ist auch. Also die Tür ist auch wieder etwas gewölbt, deswegen gehen wir da auch wieder her und fixieren das Ganze mit Klebeband. Erstmal lege ich die Scheibe einfach rein. Seht, ich kann das da auch problemlos noch ein bisschen drin verschieben und gehe dann her und fixiere das sauber mit Tesa. Beziehungsweise auch hier seht ihr, eine zweite Hand ist hilfreich, kein Muss, aber es ist schön. Dann liegt die Scheibe eben sauber hier an. Ja, man kann auch einen zweiten Streifen drüber machen. Okay, einen dritten Streifen. Unten gucken wir, dass wir die Scheibe freilassen. Weil die kleben wir jetzt als nächstes gleich rein. Gleiches Spiel. Gucken, wie rum das da rein muss. Auf der Rückseite sind wiederum die im Vorder, die noch ein bisschen Fingernägel haben. Bei mir sind sie im Moment reichlich lang. So. Und auch wieder eine durchgehende Naht mit dem Modellbausilikon. Scheibe einfach reinlegen, reinfallen lassen, ein bisschen andrücken. Mittig ausrichten, weil ein bisschen Luft hat das Ganze ja. Und dann auch hier wieder mit Tesafilm fixieren. Ja, so schaut das aus. Ihr seht, eigentlich eine ganz einfache Geschichte. So, weiter geht's hier oben mit dem Aufstelldach. Gleiches Spiel, da ist die Scheibe ja symmetrisch. Man kann
kann ich mir jetzt im Prinzip die Seite aussuchen, ziehe eine Seite ab. Auch wieder einmal mit Silikon außenrum. Hier nochmal, weil da ist es eben nicht ganz eindeutig, da ist noch die Schutzfolie drauf und leg auch die Scheibe hier einfach da oben rein. Die sitzt ja einfach oben auf, also wie gesagt, wie so ein Aufstelldach ist und zum Schluss kommen ja dann noch die Aufkleber außenrum. Man kann die jetzt auch noch fixieren, dann kann man halt gleich an der Seite weiterarbeiten. Mal, ob das passt, aber das ist alles in Ordnung. Auch hier wieder eine Seite die Folie runter. Muss man teilweise hier nochmal, ich weiß nicht, ob man es sieht, das sind teilweise hier durchs Laser geschnitten, sind hier noch so Ansätze drin, die sollte man natürlich dann wegmachen, dass die Klebefläche auf jeden Fall sauber ist. Und auch hier gleiches Spiel. Auch wenn jetzt da mal ein kleines bisschen daneben gegangen ist, wie mir es jetzt gerade passiert ist, ist bei dem Silikon kein Problem. Müsst ihr nur darauf achten, dass er in dem Bereich jetzt nicht gleich, nicht gerade das einen Tesastreifen drüber macht, weil das könnte dann, solange das nur oben drauf liegt, problemlos auch vom Lack wieder runterholen. Ja, hier ist mir so ein bisschen Silikon zu weit rausgekommen und ja, gesagt, solange man jetzt hier nicht mit dem Klebestreifen drüber geht, geht das problemlos. Jetzt gucke ich nochmal, dass ich auch hier die richtige Seite erwische. Mir ist gerade die Scheibe runtergefallen, dass auf jeden Fall die Schutzfolie außen ist. Auch hier setzt das an, lasst das reinfallen. Dann machen wir jetzt in der Mitte oder oben und unten einen Streifen drüber. Da müssen wir jetzt eben gucken, dass wir nicht über den Bereich kommen, wo das Silikon so ein bisschen rausgedrückt ist. Aber dann können wir das zum Schluss dann einfach vom Lack in den Skalpell einmal reinschneiden und das so ein bisschen wegholen. Solange es nicht angedrückt ist auf dem Lack, ist das kein Problem. So, ja, Innenausbau habe ich natürlich sinnigerweise vorher erst noch drunter gemacht. Und bei der letzten Scheibe gehe ich jetzt gerade hier einmal an der Kante vorsichtig hin, trenne das Teser ab. So, dann habe ich auch hier jetzt die Klebefläche frei. Ich gucke auch hier wieder erst, ob die Scheibe passt, die sauber da reinsetzen lässt. Jawohl. Nehme die Schutzfolie runter. Wieder mein Silikon, eine dünne Silikonraupe auf.
Scheibe sauber rein und fixiere die ein bisschen mit Klebeband. So, das war's. Alle Scheiben drauf. Tür haben wir auch fertig. Ihr seht, keine große Hexerei. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video, wenn wir wieder mal hier was am Bauen sind, was euch interessieren könnte. Wenn wir euch auch davon wieder ein Video machen. Macht's gut!